Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Mein Name ist MaxNeck, ich spiele für euch World of Goo. Wir sind immer noch im Chapter 1, The Goodfield Hills. Und hatten jetzt den Tower mit 42 gesammelten. Und da können wir auch gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt die untere Route lang gehen. Ivy Towers. Rüstet euch. Was ist das denn? Die sehen lustig aus. Eine neue Spezie Goo-Bälle. Die sehen schön aus. Sie können leicht voneinander getrennt werden. Der hilfreiche Dingsy-Schilderschreiber. So. Ich gebe jetzt mal eine Vermutung ab, was wir tun müssen. So, die nehmen wir jetzt erstmal mit. Sicher ist sicher. Die kann man hier also... Die müssen wir irgendwie so verankern, dass die... sich hier festkrallen quasi. So. Noch ein Schild. Wenn ein Goo-Ball in einen Brunnen mit 10 Metern Tiefe fällt und 3 Meter jeden Tag hochklettert, aber 2 wieder runterrutscht in der Nacht, wird er morgens immer noch gut aussehen? Möglicherweise, wenn er sich gegen die Wände drückt und ganz fest an die Kraft der Reibung glaubt, kann er leave the ground behind, kann er den Untergrund hinter sich lassen. Mein Freund, der Schilderzeichner. So. Wir müssen... Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Komm, geh da wieder rein. Mach dich wieder fest. Zack. So, brauchen wir die hier unten dann noch? Also den nicht. Ich glaube, jetzt mal den hier auch nicht. So. Oh je, meine, oh je, meine, oh je, meine. Wir müssen 2 reinbringen. Und das ist ja jetzt auch nicht so wild, weil wir können die ja im Prinzip beliebig stehen. Sitz. Nicht rutschen. Wir können die ja beliebig hier dran setzen und wieder abmachen. Zack. Sollte man hier noch einen dran setzen? So. Kann man hier erstmal wieder ein paar rausnehmen. Das war jetzt nicht so klug. Nicht so. Ach je. Ich sehe schon. Das ist nichts für Ungeduldige hier. Also entschuldigt, wenn das heute ein bisschen länger wird. So, jetzt mal wieder so ein bisschen durchsortieren hier. So und so. Dann haben wir hier oben eine gerade Linie. Dann können wir hier unten mal so ein bisschen was auflösen. Blöder Quatsch hier. Auch nicht so klug, ich sehe es schon. Wieso geht der jetzt nach drinnen? Hier los. So. 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 Und so. Der drückt da jetzt bitte nochmal gegen. Können wir nämlich vielleicht den hier mal abmachen. Den hier mal abmachen. Den hier mal abmachen.
Und das hängt ja auch nur alles rum hier. Dafür können wir den jetzt da dran drücken. So. Huch! Du kommst natürlich noch mit. So. So. Hier brauchen wir wieder was drückt. Genauso wie wir hier was brauchen, was drückt. Und hier muss einer dazwischen, damit das nicht alles in sich zusammenbricht. So. Die haben irgendwie ein ganz merkwürdiges Bewegungsmuster, diese Dinger. Also gerade was jetzt das angeht, wie die sich hier auseinanderdrücken. Sehr bizarr. Los, drück dich da rein. Und du drück dich da ran. Braucht man nicht mehr, der kann wieder hier frei rumrennen. Der auch, der auch. Der erst recht. Der da. So. Okay, es hält noch. Jetzt dürfen wir auch ungefähr so weit oben wieder sein wie vorhin. Whoop, das war dumm. Das wollte ich so auch gar nicht. Komm. Darin. Darin. Na gut, dieses Unterkonstrukt hier scheint ja erstmal zu halten. Dann kann ich hier oben noch so ein bisschen. Mann. So, ich möchte nein. Dich nicht. Gott. Alle weg hier. Alle weg. Ach. Ich brauche erstmal was. Mal, was ich kann. Ich versau mal die nächste Etage. Zack. So, der soll dann nämlich weg. So. 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 3, 4 feste. Kann man wieder so ein bisschen nachziehen, hoffe ich. Scheiße, das rutscht. Wieso rutscht das denn? Soll ich hier oben noch ein bisschen verstärken? Ja, was ist das? Und warum sagen die Bälle Bunga Bunga? Verdammte Bälle müssen rein. So. Wie viel können wir denn jetzt auflösen, ohne dass alles kaputt geht? Den braucht niemand mehr. Den holen wir uns wieder hoch. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, können wir das hier auflösen? Das können wir. So, ich fürchte aber, mehr kann ich jetzt tatsächlich nicht auflösen. Wir haben 8 von 2. Das soll uns erstmal reichen. Schlurp. Sieht ja so ein bisschen aus wie Äpfel oder so. Ja, in diesem Sinne war es mir eine Freude, ein Level Goo mit euch zu spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, mit Snake zockt. Bis dahin zockt viel, zockt schön. Macht's gut.